made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Inazuma Eleven 2 Feuersturm hier bei Crush 40 Freak 89. Ja, ich wollte eigentlich nur offscreen ein bisschen trainieren und seht mal, wen ich da doch noch gefunden habe. Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Das Meer glänzt und glitzert immer so viel. Wenn mein Geschmack glänzt und glittert, ist eigentlich sogar zu stark. Das ist der Grund, weshalb ich immer diese coole Sonnenbrille trage. Wie findest du sie? Ziemlich abgefahren, oder? Ja, wenn du meinst. Ach wirklich, du bist ziemlich cool drauf. Und er hat sich uns angeschlossen. Seggy! Einer der allerbesten Stürme überhaupt. Mit super Werten und genialen Techniken. Also, der gehört auf jeden Fall ins Team. Also, rein mit dir. Wer muss dafür raus, was für ein Element hatte? Ich glaube, ja. Dafür muss jetzt leider Talisman raus. Sorry. Wir sehen uns. Geile Sache, nicht wahr? Endlich haben wir Seggy. Auf den habe ich die ganze Zeit gewartet. Geben wir am besten auch noch neue Schuhe, damit er braucht der Schnelligkeit oder. Ich würde sagen, wir erhöhen seine Schusskraft. Oh, wir haben Cleverstollen, die sind sogar ziemlich gut. Für einen Stürmer braucht er natürlich ziemlich starke Schusskraft. Und wir haben eine Siegerarmband für den Kampfgeist, wo die Ballkontrolle besser wäre. Aber egal, wir tun es halt. Wir machen es halt so. Okay, Leute. Ich hoffe, wenn das Lagen dann auch bald aufhören wird. Wäre ich echt froh darüber. Ich habe eben vor kurzem meinen Laptop ein bisschen gereinigt, dass es eigentlich mehr Leistung bringen sollte. Jetzt wird das Internet auch geschlossen. Also müsste es eigentlich, sollte es eigentlich problemlos laufen, aber es tut es anscheinend nicht und es will es anscheinend auch nicht. Ich weiß nicht warum. Eines Tages tauchte Halli noch so beim Fußballclub offen verlangte, dass sie ihn in die Mannschaft aufnehmen. Das haben wir natürlich zugestimmt. Das gehört ja zum guten Rhythmus der Schule und ist wohl auch die große Stärke des Teams. Kann gut sein. Okay, Kane. Bist du bereit? Alles klar, legen wir los. Ja. Jetzt treten wir nämlich gegen die, wie hieß nochmal die Mannschaft? Ah, die Maritimes, genau. Diese Hitze, wenn ich hier draußen bleibe, fand ich mich bald in ein verschrubbtes Fantenmonster. Reicht es zusammen, wir müssen das hier gewinnen, um Exit zu finden. Na gut, aber müssen Sie einen Rücken eincremen, Liebling? Konzentrieren wir uns einfach auf das Spiel, ja? Oh, weia. Bist du dir sicher, dass du mich kurz anders sagen willst? Hey, warte mal! Doa, was treibst du da? Das Spiel fängt gleich an. Ich komme hier schon. Hast du dir auch das Spiel an? Hey, Ballunge, du kennst doch sicher die Football-Frontier, oder? Das Team da hinten ist die Rayman 11, die Meister vom letzten Jahr. Sie haben seitdem aber einige Spieler verloren. Viele wurden während der Spiele gegen Aliens verletzt und mussten das Team verlassen. Bist du sicher, dass ihr schon wieder spielen könnt? Seid ihr gut genug vor dem Spiel gegen Genesis? Uns geht's gut, Sylvia. Das bisschen an Schmerz können wir ertragen, wenn wir dafür zurück ins Team holen können. Sehen wir uns doch diesen blauen Fleck an. Sehen wir uns doch mal diesen blauen Fleck an, Mark. Pieks! Au! Lass das Band schon! Mark, übertreib es nicht immer so. Du musst uns hier doch nicht beweisen, dass du ein harter Kerl bist. Mach dir keine Sorgen, Nelly. Mir geht es gut, wirklich. Rayman ist nach Okinawa gekommen, um einen ehemaligen Teamgefährten zu finden. Sie vermissen ihn alle ganz furchtbar. Sie wollen ihn unbedingt wieder zurück in die Mannschaft. Darum trainieren sie auch so hart, verstehst du? Oh, Sindua, das Spiel beginnt. Du bist doch auch da, um die Rayman Event spielen zu sehen, oder? Auf geht's! Spürt den Rhythmus des Spiels und lasst euch davon treiben, klar? Maritimes vor! Juhu! Ihr drin. Kompetenter als gedacht. Also los, ich finde ein Spiel, an das sich noch lange erinnern werden. Na, dann wollen wir mal. Es geht los. Na, kommt bevor eine Sekunde.
Flixi verlieren dauernd den Ball, bevor ich in die Nähe des Tors komme. Das ist deine Schwäche, Harley, du hast einen bombastischen Schuss, aber du beherrschst Grundtechnik des Fußballs doch nicht. Du bist einfach zu anstrengend, Mann. Warum muss ich überhaupt näher ans Tor? Ich kann hier ausschießen. Alle Mann in Deckung! Ja! Aufgepasst! Ja! Hier kommt ein super Schuss! Ja! Was zum... Oha! Das ist Harley Kanes Spezialität. Hat er gerade von Hälfte aus ein Tor geschossen? Harley, das war unglaublich! Haha, so sieht's aus, Mann! Ich kann jede Welle reiten! Der Schuss hat einen hohen Rhythmus, nennen wir ihn Power Surfer. Ach, das war doch zu schwer. Ich glaube, ich bin einfach ein Genie. Raus, was habe ich ja noch nie gesehen? Hat einen Schuss wie ein Sturm, aber steht in der Abwehr. Keine Sorge, Team, das Tor holt locker wieder auf. Ich mach das mal, gib mir den Ball. Super, ab mit dir, Frost. Ich übernehme das mal, Frost. Nein! Ah! Überlass das Eden! Das soll Eden übernehmen. Ah! Verfrost? Oh nein! Er hat schon wieder einen Anfall! Was ist denn mit dem los? Er bewegt sich gar nicht mehr. Trainerin, wir sollten Frost auswechseln und vom Platz schaffen! Nein, die anderen Spieler haben ausreichend von dem Spiel gegen Genesis erholt. Wenn doch nur Axel da wäre. Hey, wo steckt dieser Axel denn jetzt? Ich dachte, er sei es, der immer aus der hoffnungslosen Situation herausholt. Seid ihr sicher, dass er noch euer Kumpel ist? Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Du willst doch deine Schwester beschützen, oder? Was ist das für ein Lärm? Ihr seid aber wirklich ein lauter Haufen. Frost, nein, Moment mal, das ist Aiden. Ihr braucht Axel nicht. Sean Frost wird euer Stürmer sein. Der Stürmer, er ist total aus dem Takt geraten. Sein Körper und sein Geist sind überhaupt nicht synchron. Sir Dance, Mann, musst du immer gleich so tiefsinnig werden? Nehmt das, ewiger Eiswind! Hey, ja! Aufgepasst! Ja, kommt er! So, der Ausgleich wäre geschafft. Mann, gib mir 5, yeah! Ach du liebe Zeit, die sind so entspannt, dass es ihnen überhaupt nichts ausmacht, wenn der Tor gegen sie fällt. Tor, sehr schön. Der ewige Eiswind ist eine Technik, bei der einem wirklich das Herz aufgeht. Ich dachte, er sei ein total Schwächer, aber einen ziemlich guten Schuss drauf. Aber ich werde uns gleich wieder in Führung bringen. Hier kommt noch ein Power Surfer. Ja, können wir auch einmal so normal spielen gegeneinander? Ja, Power Surfer! Schau mal, so starken Schuss wie Harley. Aber in der Abwehr kann ich schon ein paar nette Tricks. Auf geht's mal, wir verteidigen das Tor gemeinsam. Was? Hey, was ist? Magische Wand! Oha! Also so kann man das Tor auch verteidigen. Was war das denn? Wir haben es geschafft! Das war also die magische Wand. Cool. Ich frage mich, ob so eine Technik auch in Inazuma Eleven Strikers zum Einsatz kommen kann. Ich glaube eher nicht, nein. Obwohl, das wäre dann auch ein bisschen lame. Das ist der Wahnsinn, Jack! Wann hast du denn diese Technik gelernt? Scheiße, als würden die ganzen Trainings halt nicht früh morgens im Alter langsam auszahlen. Gut gemacht, Jack! Du bist echt besser geworden! Wow, so einen Schuss zu stoppen, das ist echt cool! Haha, jetzt bin ich erst recht gut drauf! Sehr spannendes Match, oder? Schon, aber es sieht so aus, als hätte man Spaß dabei. Es ist ganz anders als die Spiele gegen Elias. Na, was hältst du davon? Diese Jungs stehen immer wieder auf, egal wie oft sie zu Boden gehen. Sie glauben best daran, am Ende immer zu gewinnen.
Ihre mentale Stärke ermöglicht es ihnen, jedes Problem zu bewältigen. Ist das nicht sehr beeindruckend? Hm? Bleibst du nicht besser bei deinem Spieß? Mark. Das Spiel gegen Maritimes war wirklich spannend. Beide Teams haben ihr Bestes gegeben. Zur Halbzeitpause stand es immer noch 1:1. Spielen wir dann endlich auch so normal oder wird das in einer Zwischensequenz geklärt? Nein? Diesmal darf ich auch selber mitspielen. Okay. So Leute, jetzt geht's spannend zum Sieg. Hey, macht euch bereit für meinen Power-Surfer. Ich würde zu gern sehen, wie den aufhaltet. Der sollte mal nicht zu vorlaut sein. Zeit, dass ihm jemand eine Lektion erteilt. Frost? Okay. Eigentlich wollte ich die Mannschaft ein bisschen anders aufstellen. Ich hoffe, das darf ich noch. Danke. Gut, also mal sehen. Seggy könnte ich auch vielleicht schon mal einsetzen. Ach komm, hör auf zu laggen. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, wie scheußlich das ist, dass sie es mal so laggen muss. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Laptop ist auch nicht mehr der, was er mal war. Früher ging das jetzt noch ein paar Parts gut und jetzt auf einmal geht's nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ehrlich nicht. Was macht denn LeChance hier? Hallo? Der ist Torwart. Wenn, dann sollte er hier stehen. Aber leider kann man diesen Spieler einen Augenblick nicht bewegen. War ja klar. Tja. Der Sakamina ist Eggaminator. Cooler Name. Vielleicht sollte ich ihn anstelle von Cheetah oder doch lieber von anstelle von. Jo. Wir zahlen ihn an der Stelle von Heartland, würde ich ihn lieber ins Team holen. Gut. Soll Simmons da bleiben oder soll ich über einen anderen? Ich habe ja keinen anderen Verteidiger, das ist das Problem. Ich hätte vielleicht mehr Verteidiger. Ich habe eigentlich schon ein paar, aber leider. Ach, ich bin sicher, er schafft das auch so. Er ist gut genug. Ich denke, das kriegt er schon hin. Er braucht halt noch ein, zwei Level zusätzlich. Das wird er noch mit der Zeit bekommen. Vor allem kommt er bald wieder ein neuer Spieler hinzu, den ich brauchen kann. Dann kommt er noch ein weiterer an. Ja. Da muss ich dann noch einen Stürmer auswechseln können. Aber wen? Vielleicht wird es wieder Clark. Ja, wir werden sehen, wie ich das jetzt noch regeln werde. Jedenfalls steht jetzt Sturm. Und wir können loslegen. Und los! Mal sehen, wer sich den Ball zuerst schnappt. Ach kommt. Jetzt habe ich dich aber mit Klingenangriff. Was? Dreispurt? Na toll. Dreispurt! Bumm! Ach du Heiliger, da fliegt er davon. Alter Schwede. Na warte. Jetzt kommt die magische Wand. Die neue Technik von Jack und Mark. Bam, bam. Und hab dich. So, und weiter geht's. Jetzt geht's ab nach vorne. Wir müssen in Führung gehen. So, Frost. Komm schon, schnappi dir. Ach, Mann. Schafft er es wieder nicht. Verdammt. Zurück mit den Verteidigern. So. Ah, Eric hat ihn geschnappt. So schnell. Und jetzt noch du. Und Frost. Mann, Frost. Verdammt, ich hab... Mein Pass war wirklich viel zu unpräzise. Dreherblocker. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Der Dreispurt nervt langsam. Kabumm, und schon wieder fliegt er. Das ist ja nicht wahr. Okay, aber jetzt die Mauer. Die reicht wohl aus, ihn aufzuhalten. Dass ich das aber leider nicht überspringen kann, das nervt schon ein wenig, leider. So, aber jetzt geht's hoffentlich weiter. Seggy! Und jetzt Cheetah! Und Seggy sollte ich lieber nach vorne schicken. Er sollte das Tor machen. Oder? Ach man! Aurora Dribbling, komm schon! Ja! Setz dich durch! Gut, dann darf jetzt halt Frost schießen. Wenn er schon dabei ist. Der mit der Taucherbrille. Echt komisch, wie das aussieht. So. Ewiger Eiswind plus 1 und los.
ja. Schmeckt das? Der sieht auch seltsam aus, der Torwart. Tischplatte. Aha. Tor! Tolles Tor! Da hat Frost sich doch noch durchgesetzt. Oder Aiden eigentlich, ja. Na gut, weiter im Programm. Jetzt darf auch mal ein anderer schießen. Rachel for the win. Oder auch nicht. Der Ballonball schon wieder. Bam. Autsch. Jemini. Was für eine nervige Technik. Komm schon, den Schnaps. Ach, Mann. Selbst Zeki schafft das nicht. Ich muss ihn auch eine Defensivtechnik beibringen, sonst geht das nicht. Hey, 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 caramba. Ich muss die anderen Spieler blocken, so Flammentänzer. Und kaboom! Chester. So, die Halbzeit ist eh schon fast vorbei. Aber ein Tor möchte ich zu gerne noch schaffen. Hier, Frost. Und jetzt schnell ab damit ins Tor. Ach nein, ich habe ja keinen. Oh. Aber er hat auch kaum noch TP, also ein Schuss könnte reichen. Bam! Nein, den hält er. Ja, ist klar. Hat mir das nicht klar gewesen wäre. Komm schon, grätschen und schnell noch ein Tor machen. So, bitte sagt mir das nicht, dass die Halbzeit jetzt vorbei ist. Nein, zum Glück nicht. Gut, dann setze ich meinen Dynamitschuss ein. Verdammt, dieses Lenken nervt echt total. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ehrlich nicht. Nicht, dass sie das Spiel hier noch aufhängt. So. Aber der geht jetzt mal rein. Und das 3:1. Jawoll. Cheetah. What a win. Darf ich das überspringen, bitte? Ja. Mhm. Okay. Und damit wäre es vorbei. Spiel beendet. Und 3:1 gewonnen. Nice. Super. Schon wieder ein Sieg für Raymond. Ja, wir haben verloren. Das ist einfach nur bitter. Jetzt seid ihr nicht mehr so entspannt, ne? 50% Ballbesitz für beide. Okay, ein paar neue Level-Ups. So wie es sich gehört. Nice. Vermag zum Beispiel auch Zeki sofort einen neuen Level. Okay. Damit wird die Mannschaft stärker. Das finde ich toll. Leute, wir haben gewonnen. Gib mir 5. Oh nein, bitte lass uns nicht so werden wie die Leute von Merry Times. Schönes Spiel. Ein sehr ausgewogenes, flüssiges Spiel von beiden Mannschaften. Zusammenhalt ist der Zusammenhalt in der Mannschaft. Das ist ein tolles Gefühl. Beim Surfen hat man so etwas nicht. Also können wir jetzt über den Feuerstürme reden? Oh Mann, das habe ich ja fast vergessen. Na los, Leute, raus mit der Sprache. Ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von ihnen gehört habt, oder? Ist leider ganz so aus. Naja, manchmal Surfer gehen und dann kommen einfach keine Wellen. Das ist doch Betrug! Ihr lügt ab! Hey, hey, macht mal locker! Locker, locker, hey, hey! Hört mal her! Einer unserer Spieler ist mal beinahe in diesem Strudel da draußen ertrunken. Anscheinend wurde er dann von diesem Fußball mit dem Feuertechnik gerettet. Vielleicht ist das ja euer Feuerstürmer. Das muss er sein! Wir müssen unbedingt mit diesem Spieler reden. Wo ist er jetzt? Leute, bitte immer schön intakt bleiben. Sein Name ist Gaston Collet, aber er liegt im Krankenhaus. Er wird erst morgen entlassen. Oh, dann müssen wir wohl bis morgen warten. So was sieht aus, als hättest du einen Abend frei, Linave. Es wäre mein Vergnügen, dir die Gegend zu zeigen. Vielleicht gönnen wir uns ein schönes Abendessen bei Kerzenschein und... Und der merkt noch nicht mal, dass er schon weggegangen ist. Hä? Wo geht sie denn hin? Mach dir keine Gedanken, manchmal verschwindet es. Achso, das muss nicht heißen, dass sie nicht mag. Oh, in Ordnung, gut zu wissen. Moment mal, heißt das, wir verbringen den Abend mit... Ganz genau, Training am Strand. Ich habe befürchtet, dass du das sagen würdest. Stimmt, was nicht mag? Alles in Ordnung, es ist nur, ich hatte während des Spiels das Gefühl, dass uns Axel beobachtet. Axel? Ja, als würde ich seine Anwesenheit spüren oder so. Er muss da gewesen sein, er hat euch sicher zugeschaut. Aber warum ist er nicht zu uns gekommen? Ich weiß nicht, aber ich bin mir sicher, dass
hier ist. Ich kann ihn spüren. Wer weiß, vielleicht kommt er ja zum Strand, wenn ihr dort trainiert, um euch zuzuschauen. Du könntest du recht haben. Dann lass uns loslegen. Training am Strand, auf geht's! Juhu! Währenddessen im Hauptquartier von Elios. Hattest du Spaß gesehen? Was meinst du damit? Du hast doch gegen Raymond gespielt, oder? Und dabei den Namen Genesis getragen. Warum bist du mitten im Spiel gegangen? Du hättest sie mit Leichtigkeit vernichten können. Hm, mitnichten. Vater ist aufgrund deiner Niederlage gegen Raymond sehr aufgebracht. Dein Team sollte sich besser nicht so sehr daran gewöhnen, dass sie sich Genesis nennen dürfen. Gut, die Warnung ist angekommen. Der Genesis-Titel wird bald Miot, mein Team, Prominence gehören. Weil ich zu früh Diamond Dust wird dir deinen Titel nicht einfach so überlassen. Seid ihr beiden jetzt fertig, dann entschuldige ich mich bitte. Tja. Nun gut. Ich will nicht akzeptieren, dass Xen und sein Team den Genesis-Titel innehaben. Ihr habt noch gar keine Gelegenheit, uns mit Raymond zu messen. Da hast du recht, Xen muss lernen, dass er nicht der größte Fisch im Becken ist. Wir werden Vater zeigen, wer den Namen Genesis wirklich verdient hat. Ha, endlich sind wir uns mal einig. Allerdings wird es Prominenz unter meiner Führung sein, die serviert werden. Komm uns da einig, dir die Quere. Dasselbe wollte ich dir auch gerade sagen. Ach, ich habe nicht vor, aufzugeben. Tja. Trainiere nochmal am Strand. Familiäre Streitigkeiten, das kann öfters vorkommen. Na schön, liebe Leute, aber das Training machen wir dann im nächsten Part. Ja, Leute, ich muss jetzt wieder einmal Schluss machen. Ich muss erstmal überprüfen, ob ich vielleicht irgendwie bei meinem Laptop was machen kann, weil das Laggen, das nervt, aber gewaltig. Also Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Part dabei. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89. Danke fürs Gucken, auf Wiedersehen und tschüss und bis zum nächsten Part. Ciao!